was essen. Gut, ist ja auch gutes Recht. Ich gucke erstmal weiter mit Lukas hier. Ach, Lukas. Michael. Wir sind noch nicht bei Lukas, Ben. Mit Michael weiter auf Fernsehen. Oh. Ich glaube, das ist. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Nur im Bootcamp-Format. Oh. Klang ja total toll. Oh, was gibt's denn jetzt so? Oh, ein Tornado. Oh, ich bezweifle, dass die Stadt noch lange steht. Erst ein Vulkanausbruch, dann... Ey, Laura, bist du für ein Egoist? Macht sie nur für sich Essen. Okay, dann machen wir halt auch nur für uns Essen. Wir machen auch Chili Con Carne. Weil wir uns ja vorhin so schön drüber unterhalten haben. So, die Laura haut ganz schön rein. Ich hoffe, die kriegt bald ihr Kind. Und ich hoffe, Michael fackelt jetzt nicht die Bude ab. Scheint aber im Moment noch alles gut zu gehen. So, was macht Laura? Nee, nicht säubern. Duschen. Ja, ich gehe sofort ran, sobald ich auf der Toilette war. So. Jetzt gehen wir gleich mal ran, ohne abzuspülen. Ist ja auch sehr viel wichtiger, ans Handy zu gehen, als abzuspülen. Das ist ja ganz logisch. Also mache ich definitiv auch immer so. Das Bild lassen wir nicht verschwinden. Wie sieht's? Ja, ein bisschen Energie hat sie noch. Könnte sie ja weiter üben, theoretisch gesehen. Sobald sie duschen war. Sobald sie sich mal ausgequatscht hat, was lange dauern kann. So, schön. Lukas macht sauber. Was stellen wir jetzt mit Lukas? Ach, Michael, nicht Lukas. Was stellen wir jetzt mit Michael an? Lernen. Mechanik. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt immer auf Lukas komme. Wahrscheinlich will ich so schnell wie möglich zur nächsten Story. Könnte ja sein, ne? So, Laura, dann mal ein bisschen weiter. Wird sowieso nicht lange gehen mit den Malen, weil sie so bald einpennt. Oh. So, ja, Laura geht jetzt pennen. Michael geht lernen oder tut lernen, wie auch immer. Michael, du kannst noch ein bisschen lernen. So, das beschleunigen wir ein bisschen. Ein neues Baby und ein neues Heim. Wenn das kein Grund zum Feiern ist, am besten schmeißen wir eine Party und laden alle unsere Freunde ein. Wir können die Party ja Hausbaby-Willkommensparty nennen. Na, vielleicht auch nicht. Zu einer richtigen guten Party gehören nicht nur ein tolles Unterhaltungsprogramm, sondern auch leckeres Essen und Musik. Ja, aber wen wollen wir da einladen? Haben wir so viele Freunde? Hm. Hoch die Tassen! Lade mindestens 3 Gäste ein und sorge dafür, dass sich jeder amüsiert. Na super! Super Quest, um das jetzt mal so zu sagen. Ja, werden wir am nächsten Abend machen. Oder am nächsten Tag. Am nächsten Tag. So, wie schaut's denn bei Michael aus? Gut, Michael war schon selbst auf Klo. Duschen geht er auch selbst. Finde ich gut. So, du gehst jetzt auch schlafen. Spät genug. So,
So, hat denn Michael... Ja, der hat morgen noch frei. Da geht das. So, dann mal gute Nacht, die beiden. So, dann machen wir dann morgen unsere Hausparty. Ich denke mal, Laura würde eh wieder um 6 Uhr aufwachen. So. Laura, du wirst erstmal Dittit machen und dann wirst du Frühstück servieren. Pfannkuchen möchte ich nochmal haben. Oh, Michael ist ja auch schon wach. Ja, Michael, du gehst erstmal. Nein, das macht schon Laura. Du bist. Ja, ist ja gut. Meine Güte. So, ich hab mal eben so geschaut, wie lange wir eigentlich schon aufnehmen. Ach so, schon wieder. Sollen wir angewöhnen, die Zeitung hier mal zu recyceln? So, Laura hat heute frei. So, Michael kommt zum Essen, sehr schön. So. Könnt ihr doch Fernsehabend machen? Könnt ihr doch GZSZ gucken? Ja, GZSZ fände ich total toll. Oder wir könnten ein Eis essen gehen. Ja, Eis ist auch gut. Ich bin ja auch schwanger, da esse ich total viel. Oder ich könnte noch eine Runde malen. Ja, malen mal eine Runde. Das sieht total toll aus, deine Bilder. Okay, ich lasse es lieber. Achso, unterhalten Sie sich wieder übers Eis. Ich konzentriere mich mal hier auf meine Ziele. Ach, da unten war es ja Party veranstalten. Ich denke mal mehrtägige Party. So, Laura, mach mal das Bild fertig. So, drei Leute soll man einladen. Oh, meine Güte. Auf jeden Fall dich. Ja, und dann wird es schon wieder. Gibt's Tante Trudi eigentlich hier? Funny. Tja. Daniela Fortuna nehmen wir mal auch mit rein. Ja, und sie hier, die werden sowieso nicht alle kommen, glaube ich. Ja, war mir arschklar. Ja, dass er nicht erscheinen wird. Geht Michael hin. Ach, kümmere dich doch nicht immer um die. Ach, leck mich doch. Aber es sind drei Gäste da. Super! Könnte ich erstmal alle umziehen. So, drei Gäste sind da, dann kommen wir erstmal hier ein bisschen Lala anmachen dann. Oh,
Macht denn er? Wieso heult denn er? Ich will es gar nicht wissen. So, er nimmt sich was zu essen. So, müssen wir eigentlich eine tolle Party abliefern? Ja. Verdammt. Tu mal der mal einen Witz erzählen. Ich glaube, das wird nichts. Party veranstalten bin ich total schlecht. Puh. Ah, lass doch nicht alle im Bad ein oder so. Oh, ich glaube, der hat in unsere Müll, in unsere Wand getroffen. Oh Mann, geh mich auf den Sack, Michael, ganz ehrlich. Warum heult er wegen Kakerlaken? Ich verstehe es nicht. Geht doch. Wir können ja auch mal zusammen tanzen. Party veranstalten bin ich total schlecht, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe bei Sims noch nie eine Party veranstaltet. Aber ich glaube, solange wir das Ziel noch nicht erreicht haben, wird auch das Kind nicht geboren, glaube ich. Ja auch mal andere Musik, mal so eine Frage am Rande. Ich möchte umschalten. Gut, können wir ein bisschen plaudern mit ihm? Hallo? Findest du doof, dass wir eine Party veranstalten müssen? Können wir ihr nochmal einen Witz erzählen? Ja, ist ja jetzt gut mit dem Tanzen. Ah, die Party bleibt eine Schnorcheinlage. Leider. Ah, nicht übel. Nicht übel. Er lässt doch über seine Ex, habe ich gerade gesehen. Mhm. Wir können uns auch noch mal ein bisschen unterhalten. Sie lässt über den Mann, nichts Neues. Klasse Stimmung. Sieht gut aus für uns. Für unsere Party. Und wir haben das Ziel erreicht. Super. Ende. Obwohl unsere Story hier endet, fängt deine Geschichte erst an. Welche weiteren Abenteuer erwarten unsere Heldin und die anderen Bewohner von Buchenweiler? Du hast es in der Hand. Ja, wir haben es in der Hand. Ich glaube, das war's dann mit unserer Story. Ich werde die Party hier noch ablaufen lassen. Und Laura bekommt ihr Kind. Oh,
Es wird bald Nachwuchs geben. Bitte warte, der Storch sucht gerade einen geeigneten Landeplatz. Na toll, jetzt sehen wir gar nichts. Scheiß Wand! Jetzt so. Ach, ist das schön. Und zur Feier des Tages nennen wir das Kind Ben. Als ich nach Buchenweiler zog, hätte ich nie gedacht, dass mir solch ein Glück beschert sein würde. Vor allem nicht so schnell. Tante Trudi hat sich schnell von ihrer Entführung erholt und Tobias und Agora haben ihre gerechte Strafe erhalten. Ich habe nun eine eigene Familie und stehe am Anfang eines neuen und aufregenden Lebens. Ich freue mich auf alles, was das Leben noch für mich bereithalten wird. Ja, ich schätze, damit ist die Story vorbei von Laura. Wir haben Lauras Story durchgespielt, aber keine Sorge, Leute, die Sims Lebensgeschichten, das Let's Play zu die Sims Lebensgeschichten ist noch nicht vorbei, denn wir haben immer noch eine Story im Pedo und das ist die Story von Lukas, die ich euch dann beim nächsten Mal zeigen werde. Ich werde jetzt hier in dieser Story nicht mehr weiterspielen, weil es keine neue Story-Ziele mehr gibt und das wäre jetzt einfach nur noch ein Endlosspiel. Deshalb werde ich hier nicht weiterspielen und das hier mal kurz anhalten. Und ja, deshalb beende ich jetzt hier die Aufnahme und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Lukas Story wieder und mal gucken, was der Lukas so für uns bereithält. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Okay, Leute, dann bis dahin. Tschö, tschö.